Überraschend positiv ausfallende Konjunkturdaten sind für Börsianer eigentlich etwas Gutes. Aber die Logik an den Finanzmärkten ist oft eine ganz andere. So waren die Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten von Amerika zuletzt gar nicht so übel. Ich erinnere zum Beispiel an die doch stärker gestiegenen Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten, die gestern veröffentlicht wurden. Und deswegen diskutieren Finanzmarktexperten jetzt schon darüber, ob denn dann die US-Notenbank Federal Reserve überhaupt einen Grund dafür haben könnte, jetzt ein drittes Programm der Geldlockerung, also Quantitative Easing 3, den Ankauf von Staatsanleihen, unbedingt noch in diesem Jahr durchführen zu müssen. Aber genau darauf hatten viele Börsianer in den vergangenen Wochen immer wieder spekuliert. Das hatte nicht zuletzt auch die Kurse nach oben getrieben. Jetzt kommen Zweifel auf, ob Ben Bernanke vielleicht am Ende sagt, das ist jetzt gar nicht mehr notwendig, da die Wirtschaft zwar schleppend, aber immerhin doch sichtbar in Gang kommt. Und aus diesem Grund verkaufen Anleger heute vor allen Dingen Finanzwerte. Die Deutsche Bank Aktie liegt mit 0,5% im Minus, Commerzbank 0,4% im Minus, Allianz 1,2% im Minus, Münchner Rück auch 1,2% im Minus. Und das zieht dann natürlich auch den deutschen Aktienindex eher in den roten Bereich. Er notiert aktuell bei 6.922 Zählern mit 51 Punkten oder 0,7% im Minus. Und Anleger hatten am gestrigen Nachmittag eher darauf gesetzt, dass er vielleicht mal einen kleinen Angriff wagen könnte auf die 7.000-Punkte-Marke. Jetzt hat er sich von dieser erstmal wieder ein Stückchen weiter entfernt. Aber im Augenblick kauft man hier an der Börse Stuttgart doch dann eher wieder die Call-Optionsscheine und die Long-Zertifikate auf den DAX. Das heißt, man rechnet schon damit, dass der DAX sich wieder heranpirschen kann an die psychologisch wichtige Marke und dass wir im Tagesverlauf wieder höhere Kurse sehen werden, dass der DAX seine Verluste vielleicht sogar aufholen kann. Wir werden das Geschehen hier selbstverständlich weiter beobachten. Ansonsten haben wir einen relativ ruhigen Handelstag bis jetzt gesehen. Der Euro notiert bei einem Dollar 23,26. Eine Feinunze Gold kostet 1594 US-Dollar im Augenblick. Und die Ölpreise sind wieder ganz leicht zurückgekommen.